Was tun, wenn der Harnleiter vernarbt? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Sie mit dumpfen Schmerzen in der Nierengegend zu tun haben, die vielleicht auch so ein kleines bisschen ziehen und das immer wieder, dann kann es an einer Verengung des Harnleiters liegen, einer sogenannten Harnleiterstriktur. Das ist nicht nur unangenehm, sondern es macht auch die Niere kaputt. Und das, was man da tun kann, das besprechen wir jetzt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Clemens Rosenbaum. Er ist Oberarzt in der Urologie in der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Rosenbaum. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Nochmal genau, also Harnleiter. Harnleiter ist ja nicht Harnröhre. Wo sitzt der Harnleiter oder die Harnleiter? Das stimmt. Auch die Harnleiter ist bei den allermeisten Menschen die richtige Bezeichnung. Die Harnleiter sitzen zwischen den Nieren und der Blase und transportieren quasi den Urin, der in der Niere produziert wird, Richtung Blase. Aha, das heißt also, im Grunde genommen sitzen die ja dann viel weiter höher, als man normalerweise glaubt, wenn man so an Harn denkt, oder? Also. Das stimmt. Die sitzen im Prinzip im Bauchraum, relativ weit hinten im Bauchraum. Genau. Und, ja. Genau, da wo man gar nichts vermutet. Und was ist eine Striktur? Eine Striktur ist im Prinzip eine Verengung einer medizinischen Struktur. Mhm. In dem Fall eine Verengung des Harnleiters. Aber Strikturen gibt es auch beispielsweise bei der genannten Harnröhre oder auch bei anderen Organen, die im Prinzip hohl sind und irgendetwas transportieren. Die können verengen, das ist eine Striktur. Ja, und wodurch, also das ist ja so ein, genau, eine Röhre, durch die dann der Harn sozusagen Richtung Blase läuft nach und nach. Wodurch kann der sich denn verengen? Da gibt es verschiedene Ursachen. Einmal ist es so, dass eine Enge theoretisch angeboren sein kann. Ja. Das heißt, wir sehen Harnröhren, Harnleiterengen durchaus auch bei Kindern und bei Neugeborenen. Dann ist es so, es kann durch Druck von außen verengt werden. Das kann verschiedene Ursachen haben und muss geklärt werden. Es kann sein, dass eine Harnleiterstruktur auch auftritt infolge von ärztlichen Eingriffen. Also entweder, wenn eine Operation am Bauchraum erfolgt ist oder auch eine Operation durch die Harnorgane Richtung Harnleiter, also beispielsweise eine Steinentfernung. Ja. Außerdem kann es infolge von einer Bestrahlung auftreten. Ja, aha, dann sitzen die wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Höhen, ne? Je nachdem, ganz genau, was für eine Ursache ganz genau denn dahinter steckt. Und jetzt nochmal so zu den Symptomen. Dumpfer Schmerz, also irgendwie hat man ja immer mal einen dumpfen Schmerz, oder? Ja, ja. Also, deswegen ist es jetzt auch nicht untypisch, dass zufällig festgestellt wird. Ja. Entweder beim Hausarzt, weil man meint, man hat Rückenschmerzen und will die abklären. Und der Hausarzt macht eine Ultraschalluntersuchung und sieht, dass die Niere bzw. das Nierenbecken erweitert ist. Genau. Oder es fällt zufällig auf im Rahmen von CT-Untersuchungen aus anderen Gründen. Also häufig zufällig, manchmal aber auch, weil die Patienten, wie gesagt, diesen expliziten Flankenschmerz angeben, dieses dumpfe, drückende Gefühl, manchmal mit Übelkeit oder mit ähnlichen Symptomen verbunden. Man muss auch dran denken, ja, wenn Patienten immer wieder Harnsteine haben oder wenn Patienten immer wieder Entzündungen vom Nierenbecken haben. Mhm. Gut, also wenn es immer wieder Steine sind oder immer wieder eine Entzündung, dann kann ich mir auch vorstellen, warum ich was unternehmen lassen sollte, also einen Eingriff durchführen lassen sollte. Aber sonst würde ich so denken, naja, es ab und zu mal so ein bisschen zieht, warum soll ich sie denn dann daran lassen? Was kann denn passieren, wenn die man Einstellung macht? Zu sagen, so wenig Medizin wie möglich, das würde ich jederzeit unterschreiben. Ja. Aber das Risiko ist, dass durch diese Engstelle der Urin, der in der Niere produziert wird,
nicht mehr vernünftig abfließen kann und es so langfristig zu einer Schädigung bis hin zum vollständigen Funktionsverlust der Niere auf der entsprechenden Seite kommen kann. Ach so, ohne dass man viel merkt eigentlich wahrscheinlich ganz davon. Genau. Ne? Weil das kann das so auch ein chronischer Prozess sein. Ja. Wie gesagt, Zufallsdiagnose und man sagt, ich habe doch nie was gehabt, warum soll ich jetzt was unternehmen? Ja. Das ist der Grund. Ja. Nun gibt es ja so viele verschiedene Stellen, an denen der sich verengen kann durch die verschiedensten Gründe. Wie kann man denn dann die Therapie beschreiben? Also was kann man denn da machen? Also tatsächlich ist es abhängig davon, wo die Engstelle ist. Was wir mit am häufigsten sehen, ist eine Engstelle, die am Übergang von der Niere zum Harnleiter sitzt, eine sogenannte Nierenbeckenabgangsenge. Ja. Da ist es in der Regel so, man schneidet diese Engstelle aus und näht den Harnleiter wieder ins Nierenbecken ein. Also im Prinzip eine End-zu-End-Plastik. Eine End-zu-End-Plastik kann man auch machen, wenn kurzstreckige Engstellen vorliegen im mittleren und oberen Bereich des Harnleiters. Und im unteren Bereich des Harnleiters kommen dann nochmal andere Therapien in Frage. Wie macht man das denn dann? Schneidet man oder machen Sie das, ist das endoskopisch oder minimalinvasiv? Oder? Also in der Regel, wenn man eine wirkliche Lösung herbeiführen will, muss man das operativ lösen. Endoskopische Verfahren sind eher übergangsweise oder für Patienten, die einen größeren Baucheingriff eher nicht verkraften würden. Wenn man das operativ macht, dann hat man das früher immer offen operativ gemacht, also per Bauchschnitt richtig. Heutzutage macht man das eigentlich größtenteils laparoskopisch roboterassistiert, also mit dem Da Vinci-Robot. Ah, und wie läuft das dann? Da haben die Patienten im Prinzip 4 bis 5 kleine Schnitte am Bauch, sogenannte Schlüssellochtechnik. Und der Witz beim Roboter ist für den Operateur, es ist deutlich komfortabler, das heißt, er operiert einfach ausgeruhter. Und für den Patienten ist es insofern günstiger, als dass der Roboter in der Lage ist, deutlich näher und besser an die operierende Struktur heranzuzoomen. Und gleichzeitig gibt es Techniken, die beispielsweise das Zittern aus der Hand des Operateurs rausfiltern. Also es ist ein genaueres, präziseres Arbeiten. Ja, genau. Man kommt, glaube ich, auch an mehr Stellen, als man ohne diesen Roboter gekommen ist früher, ne? Weil der, genau, also weil die Laparoskopie ist, muss man sagen, geschlagen. Ja. Im Vergleich zur offenen Chirurgie ist es vor allem für die Patienten schonender, das Trauma ist geringer. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, was man tut, wenn diese Harnleiterstruktur ganz weit oben ist oder wenn sie kurz ist, also ich sag mal einen Zentimeter hat vielleicht. Mhm. Was machen Sie denn, wenn die länger wird, also 3-4 Zentimeter? Auch da kommt es wieder darauf an, wo ist die Engstelle. Ja. Was wir immer mal wieder sehen, ist, dass Patientinnen von Frauenärzten operiert wurden, sei es wegen beispielsweise einer Endometriose oder wegen einer Tumorerkrankung der Gebärmutter. Und dass es im Rahmen dieser Operation zu einer Harnleiterverletzung in der Regel im unteren Drittel kommt. Mhm. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Entweder man zieht die Blase etwas hoch und kann so ein Stück Harnleiter überbrücken und näht den Harnleiter dann neu in die Blase ein. Oder man formt sogar aus der Blase ein kleines, im Prinzip ein Rohr und kann so ein gutes Stück Harnleiter ersetzen. Mhm. Wenn wir Harnleiterengen längerstreckig sehen im Bereich des mittleren Harnleiters, war früher die Standardtherapie der Ersatz des Harnleiters mit Dünndarm. Und heutzutage setzt sich immer mehr durch, dass man den Harnleiter quasi flickt mit einem Stück Mundschlammhaut. Aha, weil die so ähnlich ist wie das Gewebe auch ja, vom Harnleiter? Genau, das ist also im Prinzip Schleimhaut, die schon an feuchtes Milieu gewohnt ist. Das ist, hat sich als günstig herausgestellt. Die Entnahme geht relativ problemlos und wird von den meisten Patienten überraschenderweise sehr, sehr gut toleriert.
Ja, denn es tut doch weh im Mund. Genau, das ist viel weniger, als man denkt. Aha. Also ich bin selbst immer überrascht, wie gut es dem Patienten nach so einem Eingriff auch schon im Aufwachraum geht bezüglich des Mundes. Ja, ich komme noch mal zurück auf diese Technik, dass man den Harnleiter verkürzt und dann mit der Blase wieder koppelt. Die Blase selber ist ja eigentlich so ein Muskel, der mal unter Spannung steht und mal nicht. Und da frage ich mich, habe ich dann nachher Blasenprobleme? Also habe ich dann Probleme beim Wasserlassen oder wird die überempfindlich? Oder was man noch für Inkontinenzprobleme bekommen kann? Also in den meisten Fällen ist es so, dass die Patienten es sehr, sehr gut verkraften. Ja. Voraussetzung vor allem für eine sogenannte Boariplastik, also für dieses Bilden eines Röhrchens, um den untersten Teil des Harnleiters zu ersetzen. Voraussetzung ist, dass die Patienten vor der OP mindestens 300 Milliliter Volumen haben, also mindestens 300 Milliliter in die Blase vom Patienten passt, weil ansonsten nimmt man der Blase so viel Volumen, dass die Patienten nur rennen. Das muss man kontrollieren und das ist bei manchen Patienten, die vorbestrahlt sind, auch gar nicht sicher gegeben. Also das schauen wir vorher an. Da muss man sich was anderes überlegen. Wenn dann die Operation geglückt ist, was kommt dann? Die Patienten sind in der Regel, also je nachdem, ob man das offen oder robotisch macht, aber bei der robotischen OP in der Regel 2 bis 3 Nächte im Krankenhaus und haben eine Doppel-J-Schiene, also so ein dünner Plastikschlauch zwischen Blase und Niere, der den Urin von der Niere in die Blase sicher ableitet. Und diese Schiene haben sie je nach Ausprägung der Enge und je nach Schwierigkeitsgrad in der Regel so ungefähr 2 Wochen. Können aber mit dieser Schiene nach Hause und kommen in der Regel auch gut mit der Schiene zurecht. Ein Katheter in der Blase ist auch Usus und meistens liegt der 3 bis 5 Tage. Also die Zeit, die man vielleicht im Krankenhaus ist. Genau. Genau. Und diese Harnleiterschiene, also Doppel-J heißt was? Dass es sich hinten und vorne irgendwie so nach oben biegt wahrscheinlich. Genau, die kringelt sich oben und unten und ja. So ist sichergestellt. Oder so ist es sehr wahrscheinlich, dass sie weder nach oben noch nach unten abrutscht. Und wie kommt die da wieder raus oder bleibt die drin? Nee, die kommt wieder raus, indem man per Blasenspiegelung die Schiene, die ja dann gar nicht fixiert ist, irgendwie mittels Faden oder so, zieht man im Rahmen von einer Blasenspiegelung einfach raus. Also ein ambulanter Eingriff? Ja, genau. In der Regel können das die niedergelassenen Kollegen problemlos machen. Und jetzt hat man ja diese ganze Prozedur hinter sich. Und was gilt bei dieser Krankheit? Gilt da, wer es einmal kriegt, kriegt es auch wieder? Oder kann man davon ausgehen, dass jetzt nichts wieder passieren wird? Nee, in den meisten Fällen ist das Problem dann behoben, muss man sagen. Die Erfolgsraten der robotischen Harnleiterchirurgie sind sehr hoch. Mhm. Und meistens gibt es eine spezielle Ursache, sei es ein operatives Trauma oder die Bestrahlung, wie gesagt. Und wenn das Problem einmal behoben ist, dann ist es gelöst. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!